Und jetzt brauche ich belastende Beweise. Die kriege ich jetzt wahrscheinlich nur. Ah, die scheiß Kamera, ne? Da siehst du ja nichts drauf. Schläft er jetzt? Also könnte ich mich jetzt hier reinschleichen? Pass auf, wir probieren das jetzt mal. Da oben rein. Okay. Okay. Hat geklappt. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie Beweise sammeln. Alfred. Mal gucken, ob es Alfred so weit besser geht, dass wir ihm das Kostüm bringen können. Gibt es Neuigkeiten in Ihrem Leben? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ach, wie immer eigentlich. Vermessen Sie Ihren Mann gar nicht? Ich sehe ihn. Ach so, ja, die Geschäftsreise, die dauert etwas länger. Ja, alles klar. Aber meinen Kindern geht es gut. Man muss für die kleinen Dinge dankbar sein. Gut. Ja, dann müssen wir vielleicht doch warten, bis wir Alfred wieder sehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mit Sabine sprechen. Mal gerade hier rumschauen. Hier jemanden sehen. Nein. Ach, Bulli. Okay. Hier ist aktuell keiner unterwegs. Okay, Frau Beckert ist hier. Hallo. Ey, geh nicht durch mich durch. Ah, guck mal, da ist er. Sehr schön. Ihr Schwarz, wegen des Kostüms. Hier ist dein Polizeikostüm, Alfred. Ich habe es aus dem Müll gefischt. Danke, 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 Herr Schwarz. Vielen Dank. Deine Schwester mag die Uniform überhaupt nicht. Achte besser darauf, dass sie dich nicht wieder wegnimmt. Das werde ich tun, Herr Schwarz. Vielen Dank. Was machst du? Was machst du gerade? Ich spiele. So, so, und was spielst du so? Das ist geheim, Herr Schwarz. Oh, schade. Aber mir kannst du es doch verraten. Leider nicht, Herr Schwarz, sonst müsste ich dich töten. Wie die Leute an der Grenze. Oh, oh, ich verstehe. Dann sag es mir lieber nicht. Okay, sprich mit Sabine. Ist die da? Nein, natürlich nicht. Okay, er ist wieder weg. Das ist gut. Können wir... Aber auch die, die dich dann sehen, ne, dass die nichts sagen. Also ich sag mal, dass wenn irgendein Nachbar auf einmal woanders reingehen würde, würde ich schon misstrauisch werden. Spielkarten. Okay, ist unterwegs, es ist gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Bier. Bier brauchen wir nicht. Kochtopf. Kann man da reingucken? Ne, ich hätte da gerne reingeguckt. Sammle belastende Beweise.
Ich würde mal gerne wissen, was wir mit diesen Flaggen machen können. Hellblauer Stoff, dunkelblauer Stoff. Die originale, die moderne. Ich will das jetzt mal probieren, ob das irgendwas bringt oder ob das irgendwas macht, wenn ich so eine Flagge hisse. Ach guck, Frauchen. Was willst du? Das mit dir und Kim. Ich habe mit Kim gesprochen und was hat sie gesagt? Vielleicht sage ich ihr, sie wird sich ändern. Komm, wir probieren das mal. Ich konnte zu ihr durchdringen, glaube ich. Sie will sich ändern. Sie will sich ändern? Ich glaube, sie wird etwas mehr Verständnis für dich aufbringen. Das ist immerhin etwas. Wird sie sich dieses scheußliche Metall aus dem Gesicht nehmen? Darüber habe ich nicht mit ihr geredet, Sabine. Das bekommst du auch noch hin, Frank. Du musst einfach dranbleiben. Wenn hier so viel dran liegt. Es geht darum, ob Kim in unserer Gesellschaft einen Platz hat oder nicht. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann ist das unsere Schuld. Deine und meine. Ich wäre auch lieber die nette Mama. Aber das kann ich nicht sein und du drückst dich vor deiner Verantwortung als Vater. Sag doch was, Frank. Willst du, dass unsere Tochter im Gefängnis landet? Das wird sie nicht. Sag doch nicht so etwas. Sie landet nicht im Gefängnis. Doch, das wird passieren, wenn du dich weiter vor jeder Entscheidung drückst, Frank. Boah, ist sie anstrengend, die Frau. Aufgabe gescheitert. Hilfe. So, belastende Beweise. Ist er noch hier? Ja, ist noch hier. Waren wir irgendwo noch nicht bei ihm? Da waren wir schon dran, da waren wir dran. Hier. Okay, er ist noch da. Keine Nachricht von gestern oder vom letzten Jahr. Das werden wahrscheinlich keine Beweise sein, die uns irgendwie helfen, ne? Lämmer. Halt! Polizeioffizier. Hände aus den Taschen und stehen bleiben. Hakitu. Wir haben eine Meldung erhalten, dass sich jemand in fremden Wohnungen herumtreibt und womöglich versucht, etwas zu stehlen. Was? Ich? Da war Namus. Und siehe da, auf frischer Tat ertappt. Aber ich bin der Hausmeister. Es ist meine Aufgabe, überall im Haus für Ordnung zu sorgen. Das wollen wir ja mal sehen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich muss Sie nun durchsuchen. Na, was haben wir denn da? Sie wollen mir doch gar nicht etwa weismachen, dass Ihnen das alles gehört. Ihr Hausmeistergehalt ist Ihnen wohl nicht gut genug, was? Ein dreckiger Dieb sind Sie. Hiermit beschlagnahme ich alle als gestohlen gemeldete Gegenstände. Die Buße erhalten Sie dann direkt per Post. Ich hoffe, das wird Ihnen... was? Dass Ihnen dies eine Lehre sein wird. In unserem Land ist kein Platz für Diebespack. Ey. Alles klar. Also du darfst nichts mitnehmen. Aber wie soll ich denn dann Beweise sammeln? Ich alter Dieb. Mal gerade gucken. Sammle belastende Beweise. Verdächtig warm angezogen. Erpressen? Aber womit? Ich habe ja nichts, womit ich ihn erpressen kann. Bericht. Eine Nummer wählen. Ernst Müller anrufen. Denke ich, kann ihn nicht anrufen. G.
geht wohl keiner ran. Gute. Post. Außenbrücke angefangen hinzuziehen. Okay, das hatten wir ja schon. Ist das immer dasselbe? Okay, da habe ich jetzt eh keine Aufgabe. Also ich muss schon irgendwie rauskriegen. Ich weiß nicht, ob diese Kameras uns irgendwas bringen. Ne? Aber der ist auch gar nicht da, oder? Oder ist er am Pennen? Ja, wahrscheinlich am Pennen. Ich die Uhrzeit sehe. Merkwürdig, merkwürdig. Kommt man hier lang? Ja. Sie schon wieder, was wollen Sie? Nix. Trinkt Alkohol, okay. Das ist eine Information. Aha, guck mal. Okay. Das ist eine Information, die wir da wahrscheinlich weitergeben können. Und sein Profil quasi erweitern. So. Profil. Magnus. Da. Trinkt Alkohol. Gibt wieder ein bisschen Geld. Aber das ist nichts Belastendes, ne? Ich muss belastende Beweise finden. Schläft, ne? Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Ist klar. Informationen über illegale Aktivitäten oder den Besitz illegaler Gegenstände von Mitbürgern gelten als Beweis. Mitbürger, gegen die ein Beweis vorliegt, können gemeldet werden. Wähle an Franks Arbeitsplatz Bericht. Wähle die zu meldenden Personen, den Beweis und die passende Verordnung. Okay. Fortsetzen. Wird dein Bericht vom Ministerium akzeptiert, wird die gemeldete Person umgehend verhaftet. Okay. Die Regierung der Größenunion erlässt regelmäßig Verordnungen, um den Besitz bestimmter Gegenstände oder bestimmte Verhaltensweisen zu verbieten oder zu erlauben. Verordnungen haben eine Nummer, um sie besser zuordnen zu können. Du findest die Nummer und genaue Beschreibung im Verordnungsmenü. Wenn du einen Bericht schreibst, musst du die passende Verordnungsnummer zum ausgewählten Beweis angeben. Achte darauf, dass keine spätere Verordnung die aktuelle außer. Ach du meine Güte, sonst geht's euch aber gut, oder? Fortsetzen. Okay. Und raus. Alter Schwede. Schreibe einen Bericht über Magnus Hermanns illegale Aktivitäten. Musst auch noch auf die Verordnungen achten, Alter. Sonst geht's. Zack. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Also. Bericht. Magnus Hermann. Beweise. Verordnungsverstoß. Oh, jetzt muss ich das tatsächlich lesen.
War das hier? Ja, da. Aufgrund der optimierten Neustrukturierung des öffentlichen Gesundheits ist der Besitz. Ah, okay, privat von Pillen ab sofort verboten. Also 60-25. Würde ich jetzt sagen, ne? Komm, wir probieren das mal. 60-25. Senden. Verhaftung. Du hast erfolgreich einen Mitbürger gemeldet. Die Polizei ist auf dem Weg. Sie wird die Wohnung des Mitbürgers durchsuchen. Fortsetzen. Falls der Mitbürger wegen seines verbotenen Gegenstandes gemeldet hat, ist es wichtig, dass der Gegenstand sich noch in der Wohnung befindet. Wenn alles seine Ordnung hatte, wird die Polizei den Mitbürger verhaften und Frank wird seine verdiente Belohnung erhalten. Okay, das will ich sehen. Los, lauf. Ups. Oh Gott. Nun ja. Geld erhalten. Ja, hat dann wohl funktioniert. Jetzt mal so ganz, ganz krass gesagt, ist die Wohnung jetzt frei? Ja, sie ist frei. Okay, dann gucken wir mal, dass wir die Wohnung wieder vermieten, ne? Ruf Ernst Müller an. Oh, okay, das machen wir auch gleich. Oder wir rufen den erstmal an. Der wird uns wahrscheinlich dann sagen, so, jetzt kannst du weiter vermieten oder so. Hallo, wer da? Schwarz hier. Sie haben mir gerade noch gefehlt. Haben Sie Beweise gefunden, mit denen wir Hermann wegsperren können? Ja. Bericht über Hermann ist geschrieben. Machen Sie weiter so. Jeder erfolgreiche Auftrag steht zwischen Ihnen und dem Wien. Vielen Dank. Ich. Werden Sie mal nicht übermütig. Schwarz. Klick. Okay, also das können wir dann von uns aus machen. Da brauchen wir jetzt keine Informationen zu. Oh Mann. Wir haben doch gerade telefoniert. Ah ja, guck. Finden Sie neue Mieter. Hall. Hall. Frank Schwarz hier. Schwarz, was ist bei Ihnen los? Herr Müller, was meinen Sie? Das halbe Haus steht leer, so geht das nicht. Oh, aber Sie haben mir doch gesagt, ich soll Magnus Hermann... Schnauze, Schwarz, Sie sorgen jetzt dafür, dass die Wohnungen vermietet werden. Und zwar schnell. Habe ich mich klar ausgedrückt. Ja, Herr Müller, danke. Klick. Vermietung. Wenn ein Bewohner aussieht, wird die Wohnung leer hinterlassen. Bevor jemand Neues einziehen kann, muss die Wohnung zuerst gegen eine Geldsumme renoviert werden. Ach, okay. Sobald die Wohnung renoviert ist, kann sie erneut vermietet werden, sofern es gerade Bewerber gibt. Das muss ich auch noch bezahlen? Hallo? Ich habe doch schon so wenig Geld. So. Okay, was ist das eigentlich hier für ein Wert? 425. Achso, Wohnung 2. Vermieten. Ah, die brauche ich nicht renovieren, die kann ich auch vermieten. So. Christian Sulinger, Mann in seinen besten Jahren, alleinstehend auf Arbeitssuche. Ich brauche einfach irgendeine Wohnung. Alter 54. Ja, los dann. Zack, gucken wir mal hier. Friederike Feinbein, Frau, 28, alleinstehend, Eiskunstläufer und Suche. Ein erholsames Zuhause in der Nähe zur Eishalle. Vermieten wir. Okay. Dann haben wir mal zwei Wohnungen vermietet. Sehr gut. So, also Wohnung 2, Wohnung 5. Dann werde ich mich mal vorstellen. Wer ist das? Achso, guck mal, ja, das ist hier. Ja, bitte. Guten Tag, Frau Feinbein, mein Name ist Schwarz. Ich bin der Verwalter und kümmere mich um alles. Ah, der Hausverwalter, das freut mich. Schön, Sie kennenzulernen. Oh, die Freude ist ganz meinerseits. Ich interessiere mich sehr, wer in meinem Haus wohnt. Können Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten?
Hier ist er etwas ungünstig, oder? Vielleicht kommen Sie einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Machen wir. Neue Rechnung, Wasserrechnung. Und was will Erwin schon wieder hier? Ernst, nicht Erwin. Schwarz hier, der Hausverwalter aus. Ich weiß, wer Sie sind, Schwarz. Ich habe Sie angerufen. In Ihrem Haus wohnt Walter Bullhauser. Er arbeitet im Ministerium für Heimatschutz. Ja und? Sie und Bullhauser, Sie kennen sich persönlich, ist das korrekt?